Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei Night of the Dead. Mit dabei ist natürlich der Yogi. Hello. So, und was ich dir eigentlich am Ende der letzten Folge noch sagen wollte, ist, wenn du das Ding platziert hast, warum hast du nicht versucht, es direkt auf Stein zu platzieren, ob es gehen würde? Ja, weil ich halt dachte, das geht eher so gedankentechnisch tiefer in die Erde rein und buddelt nach unten. Aber es ging ja hier. Also bis jetzt hatte ich nie das Gefühl, dass dieses Spiel mich Dinge machen lässt, die nicht gehen. Du meinst zum Beispiel einen Flammenwerfer in die Nähe des Hauses bauen? Ja, geht doch wunderbar. Ich meine, man fackelt halt was ab, aber es geht. Naja, wir werden sehen, was das bringt. Ich brauche Pestizid. Ja. Das hier kann man nur reparieren, das kann man nicht aufwerten. Okay, perfekt. So, natürliches Pestizid und irgendwann schauen wir mal, ob da hinten das einfach nur Ressourcenverschwendung vom Yogi war oder ob es einen Sinn hat. Oder ob da auch was rauskommt. Also das Upgraden von unserer Herstellungsbank, der nächste Step ist scheiße teuer. Sprich, den brauchen wir jetzt noch nicht. Ich glaube, den hatten wir vorher definitiv auch nicht. Ich brauche Tierdarm und Dünger und Dünger, dafür brauche ich Mist und für Mist, ich brauche Tierdarm, okay. Nur davon haben wir 18 Stück, glaube ich, also das sollte kein Problem sein. Achso, und du wolltest ja auch wissen, was man für die Wurst braucht. Für die Wurst braucht man Fleisch. Okay. Mehr nicht. Achso, nicht mal so. Ein Tierdarm. Nee, ich brauche einmal Mist, dann brauche ich einmal Dünger und dann kann ich zwei nützliche natürliche Pestizide machen, genau. So, Nägel haben, glaube ich, auch noch welche gefehlt. Machen wir einfach mal 10 und jetzt gucken wir mal, dass da oben unser Bauernhof wieder auf den Stand von vor der Katastrophe kommt. Es fehlt Holz. Wie gut, daran soll es jetzt nicht fehlen. Ja, aber es fehlt ja. Ja, aber ich glaube, das ist ein kleineres. Ich hole jetzt hier oben auch mal unsere beiden kleinen Fallen noch. Liegt da noch ein totes Tier drunter? Nö. Also hier oben wächst kein einziger Baum nach. Gut, aber wir sind auch nicht da oben. Nö, weil wir das letzte Mal davon hatten, dass Bäume unter Umständen nachwachsen. Aus Stoff und Ranken kann ich Seil machen. Inventar ist voll. Gehen wir mal kurz bei unserer Steinbohrmaschine, die auch irgendwas macht, weil sie macht Geräusche. Und es sieht halt auch so ein bisschen aus, als müsste man auch irgendwas anderes daran anschließen. Man hat eine Förderbank. Du hast mit diesem Zeug angefangen. Ich weiß, war auch nicht so teuer. Bauernhof aktualisieren. So, und es geht nochmal upgraden. Was brauchen wir denn dafür? Nimmt keinen Explosionsschaden. Na gut, es ist zu teuer aktuell. Mhm. Also ignorieren wir es einfach. Ja, manchmal ist Ignorieren auch besser. So, upgraden kostet uns halt einfach effektiv 5 Eisen. Also bei den Kisten. Eine einzelne Kiste könnte ich upgraden, wenn du möchtest. Ich glaube, es lohnt sich nicht wirklich, oder? Nee, das ist auch eher so. Also mein Gefühl. Brauchen wir jetzt eher mehr Eisen. So, aber ich würde mal ein bisschen sortieren. Kannst du gerne machen. Schmeiß dir dann noch ein bisschen Müll rein. Guck mal, sortier du mal. Oben Bauernhof ist fertig. Pelle mal raus.
Ja, die Fälle mal rein. Eigentlich nicht, aber gut. Ingwer. Wir haben auch einfach mal Ingwer noch drin. Kaninchenknochen. Aber das Benzin und Felle, das passt doch gut zusammen. Wir haben Besuch. Von wem? Warum? Wieso? Oh, warte. Lauf mal bitte hier durch, ob die Falle aktiviert wird. Lauf doch mal durch jetzt! Ist jetzt den armen Zeppel da einfangen mit der Bärenfalle? Wollte ich versuchen. Das ist halt nach wie vor nicht einfach, Dinge anzuvisieren. Nee, das ist so ein bisschen schwierig, ja. Ich meine, es wär ja schon nett, wenn das Ding einfach da anvisieren würde, wo es hinguckt. Aber das wäre, glaube ich, schon zu viel. Ich habe nochmal Besuch. Ja, du bist aber heute ein viel gefragter Mann. Ja, irgendwie schon. Es sind sogar zwei. Klar. Ah, okay. Kommt mal mit. Ich habe da was für euch. Willst du eigentlich mal gucken, ob du von oben eventuell in die Ecke eine Verbindung bauen kannst, damit man drumherum um unsere Dinger laufen kann? Ohne, dass man springen muss? Ja, aber gar keine schlechte Idee, sagst du. Oh, wir haben noch einen Dünger übrigens auch. Ah, nein, aktuell brauche ich den nicht, aber... Achtung, du hast Besuch hinter dir. Oh, perfektes Timing. Gut, dass du es gesagt hast. Alter Schwede. Ist er tot? Nein. Stipp. Stipp. Gut, das hat ihn ganz schön zurückgeschaut. Schlitz, Schlitz, da kam der Krieger. Ich mach hier jetzt mal zu. Das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Mit diesen wilden Buben um mich rum. Oh, der zappelt ja noch, der Hase. Ja gut, den Dünger, glaube ich, brauchen wir auch zum Nachladen unserer Felder. Stimmt, da war ja was. Aber ich meine, den kann man auch relativ günstig herstellen mit den ganzen Tierdärmen, die wir haben. Ach so, ja dann. So, das Fell, das haben wir gesagt, tun wir hier noch rein. Guck mal hier. Öl und Schießpulver. Sowas kann man doch an einem Ort aufbewahren. Das ist auch immer eine gute Idee. Nehmen wir noch das Plastik dazu. Und das Gummi tun wir auch noch. Also ich bin mir sicher, dass hier Sachen nachspawnen. Wie gesagt, was mich an dem Ganzen nur stutzig macht, ist, dass nach wie vor wir oben keine neuen Bäume stehen haben. Das wäre für mich so das Indiz, okay, es wächst halt nicht nach. Lass mich irgendwas anvisieren. So, Zement. Wir können ja mal sortieren. Kleine Steine. Felsbrocken, dann kommen Steine, dann kommen Felsbrocken. Arbeiteter Shit. Ja, da ist unser ganzes Holz drin. Ja, ne. Stein kommt da wieder raus. Wir haben noch Gießkannen. Ich habe 5 hier. Gießkannen ist natürliches Pestizid. 5 Stück von einstecken gehabt. Gut, dass ich welches gemacht habe. Ja, ne? So, da Plastik, ja. Da Stein. Ja. Da Holz. Und die Äste lasse ich mal im Inventar. Die Ranken. Schatten will keiner. Weg mit dem Schatten. Okay. Das ist jetzt ein bisschen hart. Ich meine, der Schatten hat vielleicht auch Gefühl. Ich weiß es nicht, aber...
Ich habe ja vor vielen, vielen Jahren an einer Ferienakademie mal teilgenommen. Wo dann eben so ein Bär. Wo dann im Prinzip noch mehr Schule war, das, wenn man so will. Dafür gut. Musste man, wenn man genommen wird, musste man nicht nur einen entsprechenden Notenschnitt haben, sondern musste auch eine Bewerbung schreiben. Ja. Und in dieser Bewerbung gab es dann die eine Aufgabe, versetze dich in das Leben eines Pflastersteins und schreibe darüber was. Ah ja. Das heißt, da musstest du eben so Gefühle und so aufschreiben und sich halt wirklich in einen Pflasterstein reinversetzen, was der wohl denkt und was er so erlebt. Okay. Und das hast du zur vollen Zufriedenheit der Verantwortlichen gemacht, sonst wärst du da nicht gelandet, nehme ich an. Oder es gab halt einfach weniger Dinge, weniger Leute, die hin wollten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich dann halt da, das ging 2 Wochen, glaube ich. Ja. So, das wollten wir. Dann brauchen wir noch Nägel. Haben wir aktuell einfach keine Nägel mehr. Ein paar neue Nägel machen. Ja, interessant. Also manchmal sind diese Aufgaben ja echt dubios. Sagen wir es mal so. Ja, die war seltsam. Also und als älterer Mensch kann man dann vielleicht noch irgendwas hineininterpretieren, aber als Kind denkst du dir da ja nur so, what the fuck? Oder als Jugendliche. Aber es war ganz cool. Weil da waren halt, wir waren, ich glaube, 80 Jugendliche, die da waren. Ja. Kinder, Jugendliche. Da waren echt ein paar nette Menschen dabei, mit denen ich teilweise auch noch ein bisschen länger Kontakt hatte. Ja, das ist doch nice. Also jetzt nicht mehr. Schon seit vielen Jahren nicht mehr, aber damals. Ja, nee, aber hört sich ja gut an. Ja, war auch ganz cool. Ich habe zwar quasi fast nichts gelernt, einfach nur, weil ich zu blöd dafür war. Ja gut, da will jetzt nicht sagen, ich habe da nichts anderes erwartet, aber... Ja, ich weiß. Aber wahrscheinlich lag es auch in den Kursen, die ich belegt hatte. Was für Kurse gab es da? Es gab viele. Also es gab sowohl mathematisch als auch geisteswissenschaftlich, sprich kreatives Schreiben oder so. Da bin ich aber nicht hingegangen. Ja. Heute hätte ich wahrscheinlich das nehmen sollen. Ja. Aber ich war dann bei Verschlüsselung und komplexe Zahlen. Und komplexe Zahlen war halt dann... Das klingt jetzt nicht so nach Kriya. Ich dachte, es ist Mathe. Und dann, aber es war Mathe, aber halt sehr viel höher, als du zu dem mein Horizont Zeitpunkt jemals warst. Sein wird. Ah ja. So, ich habe ein bisschen Ordnung gemacht. Sehr gut. Ich muss sagen, ich weiß, ich bin als Kind mit meiner Mutter und meiner Schwester, wir sind auch immer so ein Ferienlager, wo halt Kinder, Erwachsene, Jugendliche alle waren. Da habe ich aber kaum Erinnerungen dran. Also bei dir war es so einmal im Ferienlager. Habe ich keine Erinnerungen dran, genau. Und dann tatsächlich als, ja, ich würde schon sagen Erwachsene, ich glaube ich war 18 oder 19, war ich mal als Betreuer mit. In einem Ferienlager, was auch nur durch Zufall war, weil eine Klassenkameradin von mir damals gesagt hat, du betreust doch ab und zu auch Kinder. Ich so, nein. Ja, aber kannst du dir das mal vorstellen zu machen? Ich so, worum geht's? Dann war ich da 2 Wochen mit und war eigentlich ganz cool. Also stell mir auch vor, so für Kinder so Ferienlager ist cool. Ich meine, das war von einer christlichen Organisation, aber davon hast du nicht wirklich viel gemerkt. Außer, dass es sonntags gab es einmal einen Gottesdienst natürlich. Aber ist ja dann noch human. Ja, und also auch also diejenige, die das gemacht hat, die hat das schön gemacht. Also die hat da sehr viel mit auf moderne Welt verknüpft. Irgendeine Vorlesung mit einem iPhone. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Aber also wie gesagt, war cool gemacht. Du, ich wüsste tatsächlich nicht mehr, was wir aktuell noch upgraden könnten. Außer tatsächlich fallenmäßig oder so dann. Ich hab Bock, ja, ich will halt wirklich außenrum, hätte ich noch gern den zweiten Fallenring. Okay, das heißt, wir brauchen Fallenmaschinen. Ja, also ich hätte wirklich gerne so ein bisschen Abstand und dann eben die zwei, so eine Pendelreihe eventuell. Oder halt andere Fallen, aber irgendwas, damit wir eben die Möglichkeit haben, unter uns zu schützen. Na gut, Pendel ist halt schön großflächig, das finde ich ganz nett am Pendel. Ja. So, was brauchen wir? Ich meine, was gibt's? Wir können ja mal gucken hier. Nahkampf. Stacheln versehen, Boden, Schneidwerk, Zerfallbeil. Das sieht doch auch nicht schlecht aus. Ja, von mir aus können wir auch andere noch nehmen.
Ja, bis jetzt war ich von den anderen enttäuscht. Also ich meine, wir können einen Stacheldrahtzaun bauen. Der kostet fast nichts. Aber, ich glaube, der ist nicht so lustig. Da rennen die halt einfach rein. Tut denen weh. Frage ist halt, was kostet denn so eine Fallenmaschine? Ein Eisen, drei Kupfer. Kostet halt drei Eisen. Also brauchen wir Eisen. Das heißt, wir müssen im Prinzip dann wieder auf Tour gehen, um Eisen zu kriegen. Ja. Also weil aktuell haben wir, ich habe vier Eisen im Inventar. Das war's. Ich glaube, wir haben noch ein, zwei Eisen in der Truhe. Aber also nicht mengenmäßig viel. Ich könnte natürlich mal gucken, was meine Steinmaschine da hinten macht. Kann ja, ich bin sowieso semi auf dem Weg, weil ich überall die kleinen Steine aufsammle, die hier rumliegen. Ja gut, die brauchen wir halt eigentlich gar nicht. Sie haben 1,5 Stacks kleine Steine kreieren. Ja, aber sie liegen hier rum. Ja, sind 2 Kalkstein, 6 Felsbrocken, 2 kleine Stein und 9 große Stein mit drin. Die kannst du da rausholen. Ah, aber ich muss sie jetzt erneut laden mit einem Benzin und einem Wartungskit. Wie teuer ist das Wartungskit? Ich habe keine Ahnung. Das müsste ich jetzt mal recherchieren. Dann recherchiere du aber erstmal, weil sonst würde ich eher auf diese Erzmaschine gehen. Das sowieso, aber da, wie gesagt, brauchen wir halt 300 Forschungsmaterial, dass ich den Motor erforschen kann, den wir für die Erzmaschine brauchen. Sonst hätte ich die nämlich schon gebaut. Statt das Ding. Und Benzin, das ist nicht das Problem. Wartungskit. Gut, es kostet 3 Eisenstaub, ein Plastik, 3 Stoff und 40 Blätter. Also das ist jetzt auch nicht so das Ding. Aber, ja. Uns aktuell halt nicht. Aber es funktioniert, das ist schon mal gut. Wäre halt nur die Frage tatsächlich, ob das, wenn es auf einem anderen Untergrund ist. Also das ist mit auch der Grund, warum ich sage, ich würde eigentlich gerne eine Runde looten gehen, weil halt einfach, wie gesagt, es fehlen noch 262 Forschungsmaterial. Und dann kann ich tatsächlich den Motor lernen und dann können wir Eisen sammeln lassen. Ja gut, du kannst aber auch Blätter in Dingen wandeln, oder? Ja, ich habe aktuell 274 Blätter. Das sind 20 Forschungsdinge. Oh, ja, aber gut. Also ich weiß nicht, was da schneller geht tatsächlich. Wahrscheinlich looten gehen. Ja, ich befürchte es halt auch. Wenn ich könnte auch ein Pendel bauen, dann kriege ich schon mal nochmal 20. 10. Weil das hier meine Überlebensnotiz gerade ist. Da ist Eisen, ich sehe Eisen. Und ich meine, ein Pendel brauchen wir so oder so. Das heißt auf jeden Fall, ich sollte ein Pendel bauen. Schön draufhauen. Weiter einschlagen. Oh yeah. Oh yeah. So. Ich hab wieder 2 Eisenerz. Und tatsächlich werde ich die Blätter vielleicht auch eher verwenden, um ein bisschen Licht noch zu machen oder so, weil da brauchst du auch immer 40 oder 50. Ja. Das heißt, die Umwandlungsrate da ist halt schon scheiße teuer. Ja, ansonsten müssen wir halt nach der nächsten Horde losziehen, weil ich weiß nicht, ob es lohnt, jetzt wegzugehen und dann in ein paar Stunden wieder herzukommen. Ja, das ist auch so ein anderer Punkt natürlich. So, machen wir hier kurz mal unsere 6 Eisen. Und dann können wir hier ein Zahnrad machen und dann
fehlt uns noch ein Gummi. Immer schön mit Gummikinders, ja. Aber wo wir dieses Pendel hinbauen, wenn wir erstmal ein Gummi haben, das erfahren wir erst nächste Folge, weil die Folge ist vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, bleibt gesund und bye bye. Auf Wiedersehen.